Wir anfangen. Herzlich willkommen zur Session Operation Mindfuck. Was wir mit euch vorhaben, ist, euch zu befeuern mit einer schnellen Folge von Nerd-Sniping-Themen. Also von Themen, die wir selber interessant finden, wo wir dachten, ihr findet das bestimmt auch interessant. Das ist Bleep Track. Ich bin Blinui. Und das erste Thema, das wir euch mitgebracht haben, ist der selbstreferenzielle Aptitude-Test, also der selbstreferenzielle Ankreuztest sozusagen. Findet ihr unter dieser URL. Und die Besonderheit ist, dass alle Fragen sich irgendwie auf andere Fragen in diesem Test selbst beziehen. Ja, also die erste Frage, deren Antwort B ist Frage 1, 2, 3, 4 oder 5. Und die hängen alle untereinander zusammen. Irgendwie. Frage 2. Die einzigen beiden aufeinanderfolgenden Fragen mit identischen Antworten sind Fragen 6 und 7, 7 und 8, 8 und 9 und so weiter. Das heißt, man geht durch diesen Test durch, das sind insgesamt 20 Fragen und ja, muss irgendwo einen Startpunkt finden. Der Startpunkt, den man hat, tatsächlich ist die letzte Frage. Könnt ihr euch mal durchlesen? Na, also standardisierte Tests verhalten sich zu Intelligenz wie Barometer zu verschiedenen Dingen oder vielleicht zu allen davon. Na? Und wenn man da so eine Idee hat, was man ankreuzen könnte, dann folgen daraus andere Sachen für die anderen Fragen. Übrigens, meine Lieblingsfrage ist Frage 19. Die Antwort auf diese Frage ist A, B, C, D, E. Kann man ein bisschen rumspielen mit, je nachdem, was man so für die anderen Fragen braucht. Und man weiß, dass die Lösung eindeutig ist. An manchen Stellen hilft einem das auch, ein paar Dinge schneller zu entscheiden. Dauert so eine halbe bis eine Stunde, das durchzuarbeiten, glaube ich. Ich empfehle das zu zweit zu machen, weil ich habe es zweimal alleine versucht und bin immer zu Widersprüchen gekommen am Schluss, die ich nicht mehr auflösen konnte. Also ich glaube, vier Augen sehen da mehr. Könnt ihr natürlich auch alleine probieren. Aber genau. Das ist so die erste Sache, wo ich dachte, das hat mir tierisch viel Spaß gemacht. Vielleicht macht das noch anderen Leuten Spaß, die noch nie davon gehört haben. Genau. Genau, dann stelle ich mich hier rüber. Ich habe euch eine Reihe an sehr ausgefallenen Displays mitgemacht, die ich euch mal kurz vorstellen möchte. Ihr habt vermutlich alle schon mal Flip-Dot-Displays gesehen, zum Beispiel auch die große Flip-Dot-Display-Wand, die hinten im Gang steht, wo ab und zu zum Beispiel mal eine Uhr angezeigt wird. Und das hier ist eine sehr ausgefallene Variante davon. Wenn man nämlich ein elektromagnetisches Feld hat, dann hat man auch die Möglichkeit, so ein Display ein bisschen, naja, nicht wie ein, oh, geht es ja, ein bisschen wie ein Hologramm in der Luft schweben zu lassen. Das heißt, ich kann diese Kugeln natürlich schwebend positionieren und durch das elektromagnetische Feld kann ich die Kugeln auch drehen lassen und habe dann damit so eine Art Flip-Dot-Display, E-Ink-Display, das in der Luft steht. Dann machen wir es so. Das, ups, nächste Display ist auch eine Abwandlung von einem Flip-Dot-Display im weitesten Sinn. Wir haben hier nämlich ein Display mit solchen Scheiben, die sich ähnlich wie eine Iris auf und zu rotieren lassen und damit diesen Farbwechseleffekt darstellen. Das kennen vielleicht schon einige, das ging, glaube ich, auch mal ziemlich durch die Medien. Das ist ein Tangible Display vom MIT. Die gehen eine etwas andere Schiene, die möchten ein möglichst anfassbares Display haben und haben dazu eine Matrix aus kleinen Stäbchen gemacht, auf die auch ein Bild von oben drauf projiziert werden kann. Und dieses Display, da können die Stäbchen dann eben von unten nach oben fahren und auch eigene Objekte bewegen. Genau, es gibt noch die zweite Seite, wo dann zum Beispiel mit einer Kinect eben was erfasst werden kann. Wenn es noch weiter um das Display geht, springen wir vielleicht im Video mal noch kurz ein Stückchen vor. Genau, hier wird zum Beispiel eine Steuerung gezeigt und hier wird auch noch die Eigenschaft genutzt, dass man eben von oben auf das Display noch drauf projizieren kann und damit eben auch noch ein bisschen farbige Pixel darstellen kann. Sorry.
Jetzt kommen wir schon zu den deutlich ausgefalleneren Displays. Wenn ihr so am Bahnhof steht, dann kennt ihr vermutlich diese Fallblattanzeiger, wo so einzelne Kärtchen umklappen können. Manche haben vielleicht auch hier bei Assemblies schon ein paar mitgenommen. Da gab es ein paar verschenkt gegen Spende. Die machen sehr viel Spaß. Und es gab ein Projekt an der Stanford University, da wurde also ein Fallblattanzeiger-Display installiert, das aber keine Zahlen oder Uhrzeiten oder Stationen anzeigt, sondern das ein RGB-Farbrad pro Fallblattanzeiger installiert hatte. Das heißt, ich kann sehr schöne Farbübergänge und Muster damit projizieren. Und dann kommen wir zum letzten Display, meinem absoluten Favorit. Das nennt sich Forever 21 und besteht aus Spulen, auf denen Garn aufgewickelt ist. Und dieses Garn ist mehrfarbig und kann umgespult werden. Und das Prinzip war, dass Instagram-Bilder mit Hashtag versehen werden konnten und die wurden dann angezeigt auf diesem Display. Das wurde irgendwie in einer großen Mall installiert. Und das sind eben alles Farbspulen, die umgespult werden müssen, um einen neuen farbigen Pixel anzuzeigen. Was man hier gerade ein bisschen sieht, es wird natürlich ein bisschen getrickst, weil der Faden ein bisschen anders laufen muss, damit dieses Umspulen überhaupt sinnvoll funktioniert. Das sind praktisch eher Bänder als ein einzelner Faden. Als nächstes gibt es was über die vierte Dimension. Wer von euch kennt dieses Buch oder die Filme, die darüber gedreht wurden? Okay, genau. Die Story ist, es geht um die Bewohner von Flatland. Das ist eine zweidimensionale Welt, die komplett in der Ebene spielt. Da leben so Wesen wie Kreise und Fünfecke und Quadrate und so. Die können halt aus ihrer Sicht die ihre Umwelt nur als eine Linie wahrnehmen. Ne? Die können sich so in alle Richtungen umgucken, aber halt nicht hoch und runter. Die kommen dann nicht raus. Und wird erst ein bisschen erzählt, wie sie ihren Alltag gestalten. Irgendwie, da gibt es ganz interessante Dinge, die passieren, wenn man eine flache Person ist. Und eines Tages kommt eine Kugel zu Besuch in diese Welt. Und fängt an, diese Welt zu durchdringen. Ne? Das ist für die ganz merkwürdig, weil das sieht so ein bisschen aus wie ein Kreis, aber der ändert irgendwie die Größe, während der da so durch diese Welt durchfliegt. Und die können sich das überhaupt nicht erklären und sind ganz irritiert. Und irgendwie ein mutiges Quadrat fängt an, sich mit dieser Kugel zu unterhalten und wird schließlich eingeladen, mit der Kugel in die dreidimensionale Welt zu kommen. Ich denke, das heißt in diesem Buch Spaceland. Und lernt dort kennen, wie es ist, irgendwie plastisch zu sein und von oben auf die Heimat runter zu gucken und so. Und als das Viereck wieder zurückkehrt, macht es das gleiche Experiment mit Lineland. Das ist eine eindimensionale Welt, in der so kurze Segmente leben und dringt da mal kurz ein und wird dann selber zu einem Segment. Das ist auch für diese Linien ganz komisch. Und am Schluss kommt noch so der Twist, dass das Ganze nur eine der Versuch einer Erklärung war, wie es sich anfühlt, vierdimensionale Wesen in 3D zu sehen. Das wäre nämlich auch so, dass ganz komische Formen erscheinen und sich die ganze Zeit ändern, die man sich nicht richtig erklären kann, weil man halt immer nur eine kleine Scheibe davon sieht. So wie die Flatländer nur eine Scheibe einer 3D-Form sehen, sehen wir als dreidimensionale Wesen von einem 4D-Objekt irgendwie immer nur einen 3D-Schnitt. Und das finde ich sehr interessant. Das kann ich empfehlen. Es gibt Verfilmungen davon, es gibt einen tatsächlich anderthalbstündigen Film darüber, es gibt so ein paar Kurzfilme, aber ich finde diese langen Version am besten, wenn ihr die irgendwie mal findet, kann ich empfehlen. Ist sehr humorvoll. Genau.
Und um euch noch ein bisschen besser zu vermitteln, wie das aussieht, so ein vierdimensionales Ding, habe ich euch dies nochmal mitgebracht zum Zeigen. 4D Toys ist ein Sandbox-Spiel im Grunde mit vierdimensionalem Spielzeug drin. Das ist entwickelt von diesem Mark Ten Bosch heißt der, der dieses vierdimensionale Jump'n'Run macht. Es gab mal ein XKCD darüber vor 5 Jahren oder sowas, als das in der Entwicklung war, das ist immer noch nicht fertig. Aber die Person hat eine eigene 4D-Grafik-Engine dazu geschrieben, quasi mit 4D-Physik. Und dachte sich, da kann er auch mal ein eigenes kleines Ding draus machen und das veröffentlichen. Das ist dieses 4D Toys. Ne? Also man stellt sich vor, man selbst ist ein vierdimensionales Kind und spielt mit vierdimensionalem Spielzeug. Und kann dadurch mal intuitiv ausprobieren, wie sich das so anfühlt, irgendwie Hypercubes zu stapeln oder sowas. Ich zeig euch mal den Trailer dazu. Ja, da fallen jetzt so vierdimensionale Formen runter und die verschwinden jetzt halt irgendwie, weil wir Teile von denen nicht mehr sehen, weil sie in die vierte Dimension gehen. Ja, also ihr habt bestimmt schon mal gehört, vierte Dimension ist die Zeit und so. Und das kann man so sehen, aber das ist halt eine langweilige Dimension, die sich immer nur in eine Richtung bewegt. Und wenn man das wirklich als räumliche Dimension nimmt, dann sehen halt die Objekte so aus für uns. Da ist jetzt irgendwas umgekippt, die sind abgestoßen von irgendeiner Fläche und sind in die vierte Dimension weggekullert. Ja, und sowas kann man dann da ausprobieren. Das beginnt auch mit so einem kleinen Tutorial, wo es wieder diese Parallele gibt. Für ein Wesen in der Ebene sehen 3D-Dinge ganz komisch aus. Da wird jetzt dieser Würfel genommen, ihr seht unten in der Ecke, wie das im Raum aussieht. Und für das Männchen in Flatland quasi verhält sich das ganz komisch und wenn es jetzt wogegen stößt, verändert das die Form und es denkt, what the fuck. Ja, und genauso ist es halt auch. Gucken, ja, das ist jetzt wieder so eine Darstellung. Da rollt jetzt irgendwie eine Hyperkugel und wird dann ein bisschen kleiner, wenn sie in die vierte Dimension wegrollt und schwebt ein bisschen, ne, weil an einem anderen Punkt im vierdimensionalen Raum sie noch den Boden berührt. Und das ist cool, damit rumzuspielen. Das ist also erstmal, versteht man nicht, was da passiert und dann versteht man ein bisschen besser, was da passiert. Und so der Aha-Moment, den ich hatte, war eine vierdimensionale Rampe, die an einer Stelle vorkam. Also man kann so kleine Levels starten. Da war erst irgendwie eine normale Rampe, die man kennt, und dann eine 4D-Rampe, die halt, wenn man in die vierte Dimension scrollt, man kann mit diesem Slider an der Seite halt alle 4D-Positionen mal durchprobieren, wie sich das auch anfühlt. Und wenn man auf die Rampe ein Ding drauflegt, dann kullert es halt auch wieder in Richtung der vierten Dimension weg. Und man kann das dann mit dem Slider verfolgen, wo es denn nun gelandet ist. Wahrscheinlich lohnt es sich, das selbst auszuprobieren, damit man das versteht. Genau. Kann ich empfehlen. Ja. Die nächste Kategorie ist ein bisschen kleiner. Da sind nur 2 Sachen drin. Es geht um optische Illusionen, die man sehr schön auch selber bauen kann. Die erste ist ein sogenannter Infinity Mirror. Dafür brauche ich gar nicht so viel, sondern eigentlich nur einen LED-Streifen. Und Spionglas, das kennt ihr vielleicht aus dem Supermarkt. Das ist Glas, das auf der einen Seite, wenn man reinschaut, komplett reflektiert wie ein Spiegel und auf der anderen Seite kann man durchgucken. Und wenn man das, wie man es hier sieht, richtig anbringt, dann hat man den Effekt, als würde man so in die Unendlichkeit schauen. Macht sich übrigens hervorragend, wenn man das so in sein Wohnzimmer, Couch, Glas, Tisch einbaut. Und nächsten Effekt, den finde ich besonders toll, wenn man den anschaut. Man kann ihn leider nicht so gut filmen, aber das Video fängt es sehr gut ein. Ich lasse es vielleicht einfach mal ein bisschen anlaufen. Also wie man sieht, handelt es sich um so eine Art Bilderrahmen, in den ich Objekte stecken kann, wie dieses Blatt, und dann bewegt sich das so ganz toll und super langsam. Jetzt ist natürlich die Frage, wie funktioniert das? Es ist eine optische Täuschung, wie der Titel schon sagt. Es funktioniert folgendermaßen, dass man sieht es unten gerade ein bisschen, wir haben hier einen Elektromagnet, der bringt den Gegenstand, der eingespannt ist, zum Vibrieren in einer bestimmten Frequenz. Im Rahmen, innen drin, befindet sich eine Licht-LED-Leiste, die auch in einer bestimmten Frequenz flackert, aber leicht verschoben. Und dadurch habe ich so diesen leichten Verschiebeffekt und ich sehe wie bei einem Stroboskop nur jede x-tel Millisekunde das Objekt und dadurch habe ich so einen verzögerten, langsamen Bewegungsfluss.
wenn ihr hier unterwegs wart in der Kunstausstellung gerade am Kongress, dann habt ihr wahrscheinlich genau so einen Aufbau schon gesehen. In der Kunstecke gibt es diesen rotierenden Halbkreis, der so aussieht, als würden Würfel runterpurzeln. Und das ist genau der Effekt. Oder es gibt noch einmal die Wasserwand, bei denen die Tropfen nach oben laufen, optisch nach oben laufen. Das ist auch genau eben dieser Effekt mit der leichten Frequenzverschiebung. Also wenn euch mal langweilig ist und ihr was Nettes basteln wollt, vielleicht auch zum Verschenken, sind das sicher nette Ideen. Gut, das nächste Thema ist ein Text-Adventure, von dem ich euch am besten einfach mal den Anfang zeige. Ich hatte überlegt, ob ich das live ausprobiere. Ich glaube, ich zeige jetzt Texte, die ich rauskopiert habe. Das ist ein bisschen einfacher, als wenn ich hier mit Mikro und tippen und so weiter. Genau. Ich lese es einfach mal vor. Finally, here you are at the Delcott of Tondam, where Dosha Steve. But the Dosha we lot is quenched with glots. Glots! How warm it would be to pell back to the bull and distunk them, distunk the whole Delcott. Let the drogues disquen them. But you are the Gostuck. The Gostuck distims the Doshes, and no glot will vault them from you. Also, ihr merkt, es ist englische Grammatik, aber alle Vokabeln sind ausgetauscht durch irgendetwas, was man nicht kennt. Und man spielt das Spiel so, indem man versucht, ein bisschen zu raten, was bestimmte Dinge sind oder wie sie sich verhalten oder was bestimmte Verben tun oder sowas. Nach dieser Einführung geht es weiter mit so einem kurzen Titel. The Gostuck ist ein Introfgan Halbock von Karl Muckenhaupt, hat mal irgendwie bei so einem Wettbewerb über Interactive Fiction einen Preis gewonnen. Und da steht auch vor Jallon lauch Jallon. Und wenn man Jallon eintippt, kommt man in eine Art Menü mit Hilfen drin, wo gesagt wird, this is a Halbock. As in all Halbocks, you doshed it about what to do in a Camling. By locking more English edges and the Halbock locks back. Na, da kann man jetzt ein bisschen anfangen, schon zu raten, was bestimmte Sachen heißen. Lauk heißt irgendwie schreiben oder sowas. Die werden halt benutzt, genau, wie englische Verben. Dirly, you could rask a chult if you wrapped one by locking, rasked the chult. Rasked. You could then took the chult or pop it at a tendo or whatever. Dodge chult, nothing he me results. So, und im Wesentlichen baut man sich da ein großes Wörterbuch von Wörtern, wo man zuschreiben kann, was für ein Typ von Wort das überhaupt ist, wie es sich mit anderen verhält und vielleicht so ein bisschen, was man denkt, was es heißen könnte. Aber das geht nicht bei allen Sachen. Bei Verben geht das oft ziemlich gut, also ne, nehmen und gehen und angucken und so, das findet man auf jeden Fall wieder, aber die Substantive bleiben meistens ziemlich abstrakt und verhalten sich halt irgendwie miteinander, aber es ist eher so ein bisschen wie eine Alien-Zivilisation zu besuchen durch die Augen eines der Einwohner irgendwie. Das fühlt sich ziemlich cool an. Da muss man ein paar Stunden reinstecken, um das durchzuspielen. Ist, finde ich, eine sehr interessante Erfahrung. The Gostuck, genau. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein Spiel, das man gut zu zweit spielen kann und so mit Block und Stift nebendran und man fängt dann an, irgendwie die einzelnen Wörter mitzuschreiben mit der Vermutung, was es sein könnte und baut sich dann so nach und nach eine Liste auf. Das ist schon, kann man gut einen Nachmittag mit verbringen. Wir sind gerade bei Spielen und wir bleiben auch bei Spielen. Ich habe noch ein paar modernere Spiele mitgebracht, die man so der Mindfuck-Kategorie zuschreiben könnte. Wir fangen an mit was wahrscheinlich sehr bekanntem, der Stanley Parable. Es geht um einen Büroarbeiter namens Stanley, der sich furchtbar in seinem Büro langweilt und seine Arbeit nun ja nicht so toll findet und plötzlich eines Tages feststellt, dass niemand mehr da ist. Und man beginnt so durch das Büro zu wandeln und hat, ihr hört den Ton leider nicht, aber man hat so eine Narrator-Stimme, die immer erzählt, was man gerade tut oder was man vermutlich gleich tun wird. Und wenn man zum Beispiel hier dann irgendwie die Gänge entlangläuft an so einer, genau, ihr seht unten, da steht sowas irgendwie, Stanley würde jetzt die rechte Tür nehmen. Und dann als Spieler steht man dann vor der Entscheidung, gehe ich da jetzt durch? Oder mache ich das nicht durch, gehe durch die linke Tür? Und diese Entscheidungen finden sich ziemlich oft in dem Spiel und dadurch entspinnen sich sehr viele abgefahrene Storyzweige, indem man entweder dem Narrator widerspricht oder nicht und man landet oft auf ziemlich strangen Meta-Ebenen in diesem Spiel, mit dem man sich fast ein bisschen indirekt oder passiv-aggressiv mit dem Narrator streitet. Ein Spiel von den gleichen Machern, das kam, glaube ich, irgendwie ein, zwei Jahre vielleicht so danach raus. Dr. Langeskov, The Tiger, The Terribly Cursed Emerald und ich glaube, es gibt noch einen Untertitel, A Whirlywind Heist oder so ähnlich.
Sehr schön, das ging vor 30 Minuten noch. Aber dann erzähle ich das, auch nicht so wild. Es geht auch um ein Meta-Computerspiel. Das bedeutet, man fängt an zu spielen, man befindet sich am Anfang im, wie sagt man, im Menü des Spiels und möchte so auf Play drücken und auf einmal glitscht das Bild total aus und man hört nur irgendwie, wie Leute im Hintergrund rufen, so wie, ja, oh nein, die Kamera ist noch nicht bereit, wir müssen noch kurz warten. Ja, jetzt hier, Licht, Licht, weiter nach rechts, nein, nein, okay, jetzt passt. Und jetzt, hier noch, die Spielfigur, okay. Und dann geht noch so ein Countdown runter wie, okay, jetzt geht's los. Und dann ist man befreit als Spieler und kann was machen und merkt so, wow, man stand nur vor so einer Wand und dreht sich um und so, oh, ich bin in einem Raum. Okay, was passiert jetzt? Und man merkt, dass man praktisch hinter den Kulissen eines Spiels gelandet ist. Und der Spieler, es ist noch vor jemandem, einem Spieler dran, der gerade sich in den Kulissen befindet und man wird dann gebeten, man solle doch bitte aushelfen, weil dann geht es ja auch schneller und man könne dann ja schneller selber spielen und muss dann praktisch hinter den Kulissen so ein bisschen das Spiel bedienen. Sowas wie, ja, du musst jetzt hier den Gegner Tiger freilassen, damit der andere Spieler gegen den kämpfen kann und so weiter. Dann gibt es noch ein Spiel, das ist schon älter, das heißt The Void, wurde in Russland entwickelt. Und mal schauen, ob das Video wenigstens noch funktioniert. Sehr gut. In diesem Spiel landet man in so einer Art Zwischenwelt zwischen Leben und Tod, die sehr düster zu sein scheint und sich plötzlich alles um Farbe dreht und man mit Farbe auch alles machen kann. Das ist die Währung, das ist die Heilung. Und ich will irgendwie gar nicht zu viel sagen, ich glaube, man spoilert sonst. Aber es ist sehr abgedreht und man könnte es auch irgendwie als künstlerisch wertvoll bezeichnen. Wir können vielleicht mal noch in dem Video ein Stückchen vorspringen, weil das das Intro ist. Was dann auch noch interessant am Gameplay ist, man kann dann später, wenn man diese Farbe sammelt und findet, genau, man sieht es hier, man kann praktisch Glyphen zeichnen, die dann Gameplay-Element sind, um bestimmte Aktionen auszulösen. Na, das Video hängt, schade. Wir gehen lieber zum nächsten, sonst hängen wir hier noch ewig fest. Das ist, glaube ich, so das abgedrehteste Spiel, das ich überhaupt jemals entdeckt habe. Da ist der Name tatsächlich Programm, das ist der LSD Dream Simulator für die PS1. Es ist, heutzutage würde man, glaube ich, Walking Simulator zu dem Genre sagen, das gab es damals so noch nicht. Man läuft durch Traumwelten, die absolut keinen Sinn machen, sehr ausgeflippt wirken. Und ich glaube, ich springe jetzt hier auch mal noch schnell ein bisschen in das Video rein. Und es ist ganz spannend, um das Spiel hat sich halt eine ganze Community gebildet, die versucht irgendwie rauszufinden, wie diese Dream-Welt funktioniert. Weil man landet immer wieder in Türen, die zu der nächsten Mini-Welt führen praktisch. Und es gibt halt Leute, die versuchen, das zu mappen und rauszufinden, wie diese Welt irgendwie zusammenhängt, weil das irgendwie alles sehr diffus und zum Teil irgendwie random erscheint und es gibt halt sehr viele, die versuchen, da irgendwie Sinn drin zu finden. Und die Idee ist praktisch, dass man so eine Art Traumtagebuch führt. Also man spielt praktisch einmal am Tag und so ein Abschnitt geht dann irgendwie nur 10 Minuten. Spielen wir vielleicht mal noch weiter. Man kann halt effektiv nichts tun, außer durch komische Welten wandeln. Und das wurde auch, glaube ich, nur in Japan released, weil ich glaube, in Europa hätte das wahrscheinlich keinen Abnehmermarkt gefunden. Ich glaube, den besten Abschnitt, den ich mal gefunden habe, war irgendwie ewige Weiten und plötzlich steht man vor einem Lama. Okay. Hier haben wir noch ein Spiel, das ist allerdings ein analoges diesmal, namens Sendo. Das ist ein Spiel der Deduktion. Das funktioniert so, einer der Spieler denkt sich eine bestimmte Regel aus, die diese kleinen Plastikpyramiden erfüllen können. Zum Beispiel, es muss eine blaue Pyramide haben, die den Tisch berührt. Oder es muss eine kleine Pyramide geben, die auf eine gelbe zeigt oder sowas. Man kann da beliebig komplex werden mit diesen Regeln. Und die anderen Spieler machen dann Experimente. Die probieren mal irgendeinen Aufbau aus Pyramiden und der die Regel kennt, bewertet die dann mit einem schwarzen Steinchen, wenn es die Regel nicht erfüllt, oder mit einem weißen Steinchen, wenn es sie erfüllt. Ja, und die ratenden Spieler machen das so lange, bis sie eine Vermutung haben, was die Regel sein könnte. Und das Interessante daran ist, dass man oft sehr früh eine Idee entwickelt, was die Regel sein könnte und dann geneigt ist,
diese Regel zu raten, aber nicht genug Arbeit reingesteckt hat, sie versuchen zu falsifizieren. Ne? Das heißt, es lohnt sich da oft noch weiterzumachen und etwas auszuprobieren, absichtlich von dem man denkt, dass es die Regel erfüllt und dann vielleicht festzustellen, dass es sie nicht erfüllt, weil die Regel doch spezieller war, als man dachte. Genau. Das ursprüngliche Spiel ist mit diesen Plastikpyramiden. Ich habe aber festgestellt, das kann man mit allen möglichen spielen. Also irgendwie kann sich den Besteckkasten auf den Tisch stellen oder sowas und das mit Gabeln und Messern spielen. Irgendwie, das funktioniert genauso. Das sind halt die Eigenschaften, die die Objekte haben können, ein bisschen eine andere. Ne, geht irgendwie alles, was relativ ähnlich ist und von denen man viele Sachen hat. Genau. Das ist alles, was mir dazu einfällt. Gerade ist so eins meiner Lieblingsspiele, würde ich sagen. Kann man ganz gut improvisieren irgendwie, wenn man verschiedenfarbige Steinchen und Objekte bei der Hand hat. Ich habe auch ein Spiel mitgebracht. Das sind Regex Crosswords. Hat die schon mal jemand probiert? Oh, wenige, aber ein paar. Okay, cool. Ich dachte, wir spielen mal eins zusammen. In der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert. Ja, sehr gut. Okay, die funktionieren wie Kreuzworträtsel, nur ich habe keine Beschreibung eines Wortes am Rand stehen, sondern einen regulären Ausdruck. Und damit muss ich das Ergebnis zusammenpuzzeln. Was meinst du? Ich habe es akustisch immer noch nicht verstanden. Ach, reinzoomen. Ah, jetzt, okay, ja. Hoffe ich, geht das? Ja, nö, tut nicht. Moment, bin ich nicht drin. Geht leider nicht, aber ich kann's, oder? Ah, vielen Dank. Rechtssteuerung ist auch. Oh nein, I'm sorry. Okay, perfekt, jetzt können wir spielen. Können Sie es jetzt lesen? Ja, okay. Es gibt noch einen kleinen Tipp hier oben. Das ist der Tipp, der heißt Always Remember. Und genau, da ist ein R, warum? L oder R, wo hast du gerade hingeguckt? Also genau. Genau, wir haben ja hier, wir können entweder W-E-L, Bal oder ihr hier unten reinschreiben. Hier oben dürfen nur die Buchstaben vorkommen. Also muss es R, nee, R. Ja, warum? Genau. Uneinigkeit im Publikum. Wenn wir uns hier alle über das Letzte nicht sicher sind, dann fangen wir doch einfach mal oben an. Okay, warum A? Genau, es muss AW sein. Warum? Warum muss unten WL stehen? Weil in der Mitte kein A sein darf hier, genau. Also machen wir hier mal EL rein. Ups, pardon. Okay, jetzt fehlen noch zwei. Ja, warum T? Genau, ich wiederhole es mal. Das ist die einzige Überschneidung zwischen den beiden Mengen. Jetzt kann man sich sogar schon fast vom Wort erschließen. Durchprobieren gilt nicht. Ja, irgendwo habe ich O gehört. Warum? Genau, weil es hier nicht passt. Genau. Also B ist hier nicht drin, F ist hier nicht drin. Genau, also wir haben I towel, always remember, wissen wir alle. Wir haben alle immer ein Handtuch bei uns zu tragen. Jetzt können wir unten natürlich auch auf einmal auf Validate klicken und sehen dann, dass es richtig war. Sollen wir noch eins machen? Ja, yeah, okay. Habe ich jetzt selber noch nicht gemacht. Gucken wir mal. Okay, fangen wir mal hier oben an. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Oh, was haben wir eigentlich hier? Intermediate Johnny. Was machst du? W? Okay. Ich tippe einfach mal, was ihr sagt. Dann gucken wir mal. Hier? Okay. Ups. P. Einhändig tippen. Entschuldigung. P. Wo muss... Mitte rechts. K. Ja. Hier. Hat man ja Doppel-R. Das wäre eine komische Lösung.
Ich glaube, da stimmt was nicht. Richtig. Würde ich sagen, richtig. Okay, cool. Das sind Regex Crosswords. Die gibt's übrigens auch in einer hexagonalen Version für noch mehr Verwirrung. Alles klar, das nächste Thema ist eine Kunstsprache namens Tokipona. Tokipona hat die Besonderheit, dass es eine sehr, sehr einfache Sprache ist. Die Designerin hat sich das als Herausforderung genommen, eine möglichst minimalistische Sprache zu bauen, mit der man trotzdem irgendwie sinnvolle Dinge ausdrücken kann. Sie benutzt nur 18 Buchstaben des Alphabets, um so ein bisschen Undeutlichkeiten egal werden zu lassen. Also ob man jetzt ein B benutzt oder ein P ist egal, weil es gibt eigentlich nur das P. Ja, dann kann man schon wissen, was gemeint war. Und das gesamte Vokabular besteht aus 120 Wörtern. Ja, wenn man die gelernt hat, beherrscht man das komplette Vokabular. Ich habe hier unten mal Lektionen verlinkt, die ich ganz gut finde. Ich würde sagen, irgendwie kann man so innerhalb eines Tages irgendwie die komplette Sprache lernen. Die Grammatik ist ziemlich einfach. Und dann hat man das drauf. Und dann kann man Tokipona-Texte lesen. Diese 120 Wörter sind jetzt natürlich wirklich so grundlegende Sachen wie Licht oder Essen oder sowas. Und um komplexere Dinge auszudrücken, kann man die kombinieren. Ne? Also Monster ist tatsächlich ein Ungeheuer irgendwie. Und Monsuta Vaso, Vaso heißt Vogel. Und immer wenn man ein Wort hinter was anderes hängt, dann modifiziert das davor. Monsuta Vaso ist ein vogelähnliches Monster. Und dann kommt Pi, das ist quasi so eine Klammer. Jetzt geht eine Klammer auf und jetzt kommt noch etwas, was dieses davor näher spezifiziert. Pan heißt Brot, Linie heißt Linie tatsächlich. Pan-Linia ist das linienartige Brot. In diesem Fall geht es da so, man könnte da so auf Nudeln kommen oder so, ne? Irgendwas aus Getreide, was länglich ist. Also wir haben hier ein vogelähnliches Monster, was irgendwie aus linienartigem Brot besteht. Und ich höre schon Leute lachen, was das wohl sein könnte, ne? Genau. So bildet man in Tokipona neue Begriffe. Genau. Ich habe mal vor ein paar Jahren irgendwie eine Kurzgeschichte übersetzt in Tokipona. Links ist Englisch, Englisch ist das Original. Rechts ist die Übersetzung. Da können wir nochmal gucken, ob wir ein paar grammatikalische Sachen angucken können. Also die Sätze sind üblicherweise sehr kurz, weil man irgendwie nur ein handelndes Objekt und ein Objekt spezifizieren kann und ein Verb dazwischen. Um Sätze genauer einzuschränken, irgendwie zeitlich oder räumlich, gibt es dieses La. Also zum Beispiel ganz oben die erste Zeile. Tempo pitava tomo sina la. Ist eine Einschränkung auf das, was dann kommt, nämlich sina moli. Sina ist du, moli ist der Tod oder Sterben, kann beides sein. In diesem Fall ist es an der Position des Verbes, also du stirbst oder du bist gestorben oder du wirst sterben. Es gibt auch keine Zeiten in Tokipona, das muss man aus dem Kontext so ein bisschen ableiten. Und was haben wir dann noch? Tawatomo ist jetzt muss ich kurz überlegen. Also Tomosina ist auf jeden Fall dein Haus. Ja? Tempo ist die Zeit. Jetzt wird die Zeit eingeschränkt. Die Zeit. Tava ist eine Bewegungsrichtung. Ja? Bewegung in Richtung deines Hauses. Also zur Zeit, zu der du dich auf dein Haus zubewegtest. Und das schränkt dann diesen Satz ein und bildet diesen Satz, der im Englischen dort steht. Genau. Ja. Diese Kurzgeschichte werdet ihr finden, wenn ihr nach dem Titel sucht. Und ich glaube, das ist alles. Ich möchte euch noch ein bisschen was über Generative Art erzählen. Man könnte auch sagen, computer- oder algorithmisch generierte Kunst. Wenn wir ein bisschen in die Vergangenheit schauen, wäre aus meiner Sicht eines der ältesten Beispiele für Generative Art Tenprint. Das war ein Einzeiler für den C64. Es ist leider ein bisschen klein, vielleicht könnt ihr es oben lesen. Im Endeffekt wird einfach zufällig ein Backslash oder ein Forward Slash gedruckt und der bildet dann dieses schöne Muster, das man unten sieht.
Ein anderes schönes Beispiel wären Fraktale. Die kennt ihr wahrscheinlich alle schon. Hier haben wir einmal einen Flug durch eine Mandelbrotmenge. Wer es vielleicht nicht kennt, ein Fraktal ist im Endeffekt eine Menge oder ein Gebilde, das sich in sich selbst wiederholt. Deswegen kann man auch unendlich in so ein Fraktal reinzoomen und da diese schönen Flugsequenzen generieren. Mich gab es ja noch nicht, aber ich glaube, in den 80ern war es auch mal total in, so Fraktal-T-Shirts zu drucken, oder? Ich habe irgendwie so Bilder im Kopf von Leuten, die so Fraktal-T-Shirts anhaben. Aber ich finde die super hübsch. Mir gefallen die sehr gut. Wenn wir noch ein bisschen weitergehen, habe ich hier mal ein Beispielbild mitgebracht. Das ist jetzt erstmal noch nicht so wichtig. Das ist eine Katze auf einem Arm getragen. Und ich möchte aus diesem Bild ein neues Bild generieren. Und habe dazu ein kleines Skript geschrieben, das zufällig Pixel auswählt. Und je dunkler das Bild an dieser Stelle ist, desto eher wird dieser Pixel ausgewählt. Danach wird eine Linie gezogen zum nächsten Pixel, der zufällig ausgewählt wird, der aber halt in einem bestimmten Umkreis liegen muss, damit wir nicht total riesige Linien erzeugen. Und wenn man das so mal animiert darstellt, dann könnte das so aussehen. Und so langsam sieht man sich, wie besonders gut sich zum Beispiel die Ohren von der Katze abbilden oder oben links die Struktur von der Holzdecke. Okay, jetzt geht's von vorne los. Was man sehr schön damit machen könnte, vielleicht habt ihr das gesehen, ich habe einen Pen-Plotter mitgebracht und sowas dann mit Stift auf Papier zu bringen, hat meiner Meinung nach sehr viel ästhetischen Wert und gefällt mir sehr gut. Ich habe noch andere Beispiele mitgebracht für Generative Art, die man aus einem normalen Foto erzeugen kann. Zum Beispiel Stippelgen, wo das Bild kaputt ist. Schade. Okay, ich erkläre es kurz. Da passiert Folgendes. Voronoi Tessellation kennt ihr vielleicht. Da werden praktisch Punkte zufällig gesetzt und dann wird eine Wabe, ein Abstand darum gebildet. Und man kann das iterativ machen. Dann verteilen sich die Punkte ein bisschen optimaler über das Bild und zeigen besser die eigentliche Bildstruktur. Es ist echt blöd, dass wir das Bild nicht haben. Vielleicht könnt ihr es nachher mal googeln. Da gibt es auch Tools dafür, die das machen. Das sieht sehr schön aus. Und man hat praktisch zum Schluss so eine Art, hat ein bisschen was von so australischem Dot-Painting, würde ich mal sagen. Und dann habe ich noch was mitgebracht. Das heißt Reaction Diffusion, der Algorithmus. Der gefällt mir besonders gut. Da geht es darum, dass man am Anfang zufällig Punkte auf dem Bild platziert. Das sind sogenannte Zellen. Und diese Zellen brauchen Futter. Und an dunklen Stellen des Bildes finden diese Zellen eben mehr Futter und an hellen Stellen weniger. Deswegen wachsen sie in dunklen Bereichen besser. Und je nachdem, wie man an den Parametern dreht, sehen die Muster ein bisschen anders aus, die dann entstehen. Aber man sieht hier eben schon zum Beispiel hier oben an den Ohren von der Katze oder hier im dunklen Stellen des Fells wächst es viel stärker. Und hier unten, wo die Bereiche vom Bild fast ein bisschen überlichtet sind, da bleiben dann nur einzelne Punkte zurück. Und was mir da besonders gut gefällt, ist, dass die Struktur von dem Bild sehr gut erhalten bleibt. Also es findet ja keine Kantendetektion oder irgendwas statt. Aber hier oben, die Kante zum Beispiel, die in dem Bild zu sehen war, oder die Kante von den Ohren, die prägt sich da einfach trotzdem einfach richtig gut ab und eignet sich eben zum Beispiel auch richtig gut, um das mit einem Pen-Plotter zu drucken. Das wäre dann eh noch mein Tipp für den Abschluss dieser Kategorie. Wenn ihr da mal mehr euch anschauen wollt, könnt ihr mal bei Twitter unter dem Hashtag PlotterTwitter nachschauen. Da posten sehr viele Leute, die da sehr engagiert sind und Skripte schreiben und posten ihre Skripte oder Beispielbilder, die sie da erzeugt haben. Als nächstes erzähle ich euch etwas über Menschen, die mit Aliens reden wollen. In den 70er, 80er Jahren, als der Weltraum noch cool war, dachten sich Menschen, es wäre doch eine gute Idee, wenn wir irgendwie so Raumsonden in den Weltall aus der Milchstraße raussenden, dann geben wir denen eine Botschaft für die Aliens mit, die ja bestimmt finden werden irgendwann. Und das sah dann zum Beispiel so aus. Das ist die Pioneer Plug, die war auf zwei Raumsonden, die so Missionen vorbei an Jupiter und Saturn gemacht haben und dann tatsächlich das geplant war, dass sie das Sonnensystem verlassen werden. Und was darauf abgebildet ist, ist halt Informationen über die Menschheit und die Erde, und zwar in der Form, dass man hofft, dass man das unabhängig von irgendeiner Kultur verstehen kann. Was hier oben abgebildet ist, ist ein
ein Wasserstoffatom tatsächlich. Und es geht da erstmal darum, so eine Grundeinheit zu bilden, aus der man andere Längen- oder Zeiteinheiten bilden kann. Und was dort versucht wurde, ist darzustellen, hier oben seht ihr diesen Strich mit dem Punkt unten dran. Und auf dieser Seite ist er oben. Da geht es um das Elektron des Wasserstoffatoms und die Zeit, die das braucht, um einen Spinflip zu machen. Das ist so eine Naturkonstante, die irgendwie theoretisch überall im Universum messbar sein sollte. Und wenn man sich überlegt, wie lange Licht braucht, wie viel Weg ein Lichtstrahl in dieser Zeit zurücklegt, hat man eine Längeneinheit. Das sind irgendwie 20 Zentimeter oder sowas. Und auf diese Länge beziehen sich dann ganz viele andere Sachen in dem Bild. Zum Beispiel, ne, hier sind Menschen dargestellt und deren Höhe ist jetzt wiederum angegeben in mehrfachen dieser Einheiten. Also es ist binär kodiert, es ist irgendwie eine 1 und dann 3 Nullen. Das heißt, 8 mal diese Länge, das ist dann ungefähr die Körperhöhe eines Menschen, so dass die Aliens sich vorstellen können, wie groß wir sind. Ja. Es gab irgendwie lange Diskussionen darüber, wie man jetzt die Menschen darstellen soll. Diese erhobene Hand verstehen Aliens wahrscheinlich nicht als Geste, aber es demonstriert zumindest so ein bisschen, wie eine Hand funktioniert und dass wir ganz tolle Daumen haben, die so den anderen Finger gegenüber liegen, mit denen man was greifen kann und so. Genau, und andere Überlegung war, ob die Personen Hände halten sollen oder so, aber da dachten Leute, dann sieht das vielleicht aus für die Aliens wie ein einziges Wesen und das wollte man vermeiden, deshalb stehen die so nebeneinander. Genau, im Hintergrund ist die Raumsonne selbst zu sehen, auch nochmal zum Größenvergleich. Und dieser Haufen Linien auf der linken Seite ist tatsächlich die Position der Sonne in der Milchstraße. Das ist auf eine ganz kluge Art und Weise kodiert. Es gibt in der Milchstraße Pulsare. Das sind bestimmte Art von Sternen, die in einem ganz bestimmten Rhythmus blinken. Und die Zahlen, die hier auf den Linien stehen, geben quasi die Blinkfrequenz dieser Pulsare an. Ne? Wo man davon ausgeht, wenn Aliens auch so ein bisschen Raumbeobachtung machen, dann finden die die auch und können die zuordnen. Und die Längen der Linien, da gibt es manchmal so kleine Ticks drauf hier, die die Linien schneiden oder hier unten, sind dann die relativen Abstände zu diesen Pulsaren gemessen von der Sonne aus. Und diese ganz lange Linie hier ist irgendwie der Abstand zum Mittelpunkt der Galaxie. Ja, und da war dann die Idee, da können die Aliens dann draus triangulieren, irgendwie, wo die Sonne ungefähr ist. Genau, was gibt es noch? Hier unten ist eine Darstellung des Sonnensystems. Hier kommt irgendwie diese Raumsonde her von dem dritten Planeten, ist so geflogen. Hier unten sind die Abstände der einzelnen Himmelskörper zur Sonne, dass man auch wieder, wenn die Teleskope auf uns richten, irgendwie unser Sonnensystem erkennen können. Und dann können die uns besuchen kommen. Ob das eine gute Idee ist? Wer weiß. Genau, aber das war so der eine Versuch auf diesen Plugs. Hier ist noch eine andere Variante auf den Voyager-Raumsonden. Das war tatsächlich eine Schallplatte, wo so verschiedene Töne drauf sind von der Erde. Also tatsächlich klassische Musik und irgendwie Naturgeräusche und ein bisschen Sprache und so. Und damit die Aliens das abspielen können, ist auf der Hülle abgedruckt, wie man eine Schallplatte abspielt tatsächlich. Das ist auch die Grundeinheit wieder dieser Wasserstoff-Elektronen-Flip. Und hier steht zum Beispiel, in welcher Geschwindigkeit sich die Platte drehen soll, damit das richtig klingt, wie es gedacht war. Hier unten ist irgendwie, glaube ich, die Laufzeit der Schallplatte, wenn man das so abspielt. Hier unten haben wir wieder die Position der Sonne auf genau die gleiche Art und Weise kodiert. Und dieser Bereich hier ist tatsächlich für Bilder, die da drauf sind, wo irgendwie gesagt wird, okay, wir haben hier so einen Helligkeitsverlauf, das ist so ein ganz bestimmtes Muster, das immer wieder auftaucht, wird eingeleitet mit diesem Zickzack. Und wenn man das dann so scanline-artig über ein Rechteck legt, deren Maße wiederum hier stehen, dann kriegt man verschiedene Bilder, die auch ausgesucht wurden. Irgendwie so Alltagsszenen von Menschen, die irgendwas tun oder von Tieren und so weiter. Und das allererste Bild ist halt so ein Kreis auf weißem Hintergrund. Das, wenn man das einmal verstanden hat, wie es funktioniert und man kriegt diesen Kreis, dann macht man es richtig. Das war so die Idee. Genau. Und der dritte Versuch ist dies, die Arecibo-Message. Das ist auch ein ziemlich geiler Versuch. Das ist ein Radiosignal tatsächlich, was einfach in den Weltraum gesendet wurde. Da wurde nichts physikalisch hingeschickt, sondern man hat einfach gedacht, okay, irgendwie da im Sternbild des Herkules ist so ein Sterncluster, da sind bestimmt ganz viele tolle Sonnensysteme. Wenn wir in die Richtung was schicken, dann können das vielleicht lebende Aliens drauf und die können das dann empfangen irgendwann und dekodieren. Die Nachricht hat ist binär kodiert, ist hell und dunkel. Die Farben sind hier nur ein bisschen, damit ihr das besser erkennen könnt. Aber die Länge ist ein Produkt von zwei Primzahlen, dass man es nur auf eine einzige Art und Weise zu einem Rechteck zusammensetzen kann. Ne? Eigentlich sind es die einzelnen Zeilen, die hintereinander gesetzt werden, aber so kriegt man halt ein zweidimensionales Bild daraus.
Und das beginnt dann erstmal damit, so ein Zahlensystem zu definieren irgendwie. Dieses oben sind Zahlen angefangen bei 1 und 2 und 3. Der untere Punkt ist dabei immer gesetzt und die restlichen Sachen sind halt Bits. Hier ist irgendwie das unterste Bit an, hier ist das Bit darüber an, hier sind beide an, das ist dann die 3, hier kommt die 4 und so weiter. Und ab der 8 ist es dann eine Zeile weiter verschoben, dass die Aliens lernen, man kann da auch mehrere Zeilen mitbilden, wenn man größere Zahlen machen will. Gut, dann kommt dieser Bereich, das sind die Ordnungszahlen der Elemente, aus denen die menschliche DNA besteht. Also ihr seht, das geht schon wirklich in die Tiefe rein, was so einen Menschen ausmacht. Na, also das ist irgendwie Ordnungszahl von Wasserstoff und ich glaube Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor und irgendwas, was ich vergessen habe. Und diese Sachen da unten sind dann so die verschiedenen Molekültypen, aus denen die DNA besteht. Wiederum, also der Platz entspricht dem Atom hier oben und die Zahl ist halt die Anzahl der Atome in dem Molekül, dass die Aliens raten können, irgendwie, was könnte das ungefähr für ein Molekül sein. Dies ist die Anzahl der Nukleotide in menschlicher DNA. Dies ist die Form der DNA, ne, so eine angedeutete Doppelhelix. Genau, und offenbar stecken die so in so einem Menschen drin. Das ist halt irgendwie ein menschlicher Umriss, okay. Der hat eine Körperhöhe. In dem Fall ist das kodiert durch die Wellenlänge des Signals. Ne, irgendwie in Mehrfachen der Wellenlänge. Das ist die Anzahl der Menschen, die auf der Erde leben. Zum damaligen Zeitpunkt waren das irgendwie 4, irgendwas Milliarden. Genau, der Mensch wohnt hier auf dem dritten Planeten, von dieser Sonne aus. Das ist ganz niedlich. Genau. Und das ist so das Radioteleskop, mit dem das Signal gesendet wurde. Da unten steht der Durchmesser dieser Radioschüssel. Ja, dass, wenn die das empfangen, dass die selber so eine Radioschüssel bauen und uns zurückschicken können. Ich glaube, das war die Idee. Problem, dieses Signal ist, ich glaube, 20.000 Jahre unterwegs, bis es da ankommt. Und braucht dann nochmal 20.000 Jahre zurück, wenn da überhaupt jemand wohnt. Aber das werden wir dann sehen. Mein Einstieg zu Stereogrammen und Autostereogrammen war, als ich mal eine Woche mit Grippe im Bett lag und mir furchtbar langweilig war und ich wusste überhaupt nicht, was ich tun sollte und streifte so dann durch die Wohnung am Bücherregal meiner Eltern vorbei und zog so ein Buch raus, das hieß Magic Eye. Wenn man das aufschlägt, sieht man solche Bilder. Ich dachte mir so, was ist das denn bitte? Und dachte ich erst so, oh, vielleicht hast du Fieber und kannst irgendwie nur nicht richtig gucken. Und dann habe ich vorne ein bisschen reingeblättert und dann steht da auch eine Erklärung, was das ist. Stereogramme bzw. Autostereogramme sind Bilder, bei denen man durch Schielen einen dreidimensionalen Eindruck erzeugen kann. Ich weiß nicht, hat es jemand schon mal ausprobiert von weg? Okay, viele können es sehen, hervorragend. Ihr könnt doch gleich mal probieren, ob ihr das zufällig sehen könnt, was sich hinter dem Bild verbirgt. Wer das noch nicht gemacht hat, folgender Trick. Man kann an sich vor und hinter diesem, in dem Fall hinter diesem Bild, den Schielfixpunkt setzen. Man sollte es aber in dem Fall danach machen, weil das dafür ausgelegt ist. Davor geht auch, dann flippt es der 3D-Effekt nur in die falsche Richtung. Und eigentlich übt man das so, indem man das Buch sehr nah vor sein Gesicht hält und dann immer weiter, also und schielt und immer weiter weggeht, bis man praktisch genau auf der Ebene ist, wo sich dieser 3D-Effekt einstellt. Das könnt ihr hier leider nicht machen. Was ihr vielleicht versuchen könnt, ist sehr stark zu schielen und dann die Augen langsam zu entspannen und abzuwarten, ob ihr irgendwann euch auf was fixieren könnt. Ich befürchte, es ist sehr schwierig, es auf dem Beamer zu sehen. Ja, ich befürchte auch, es ist wahrscheinlich sehr schwierig. Okay. Ja, hervorragend. 34C3 steht hinter diesem Bild. Sehr gut. Und dann bin ich kürzlich darauf gestoßen, dass es nicht nur Bilder gibt, sondern man kann das noch viel, viel weiter treiben. Man kann das Ganze auch animieren. Ich befürchte nur, das kann jetzt wieder keiner sehen, aber wenn ihr danach vielleicht die Folien mal auf eurem Rechner aufmacht, dann seht ihr hier dahinter einen schwimmenden Hai, der sich bewegt. Und was es auch noch gibt, die Frage ist, wie viel Sinn es macht, das jetzt vorzustellen. Man kann auch Tetris spielen. Es gibt Tetris-Implementierungen, die dann eben eine Autostereogramm-Grafik haben. Sollen wir mal probieren? Ja, ich glaube, das. Die Frage ist, ob es geht. Man braucht nämlich Flash für das, blöderweise. Geht das bei dir nicht, oder? Gucken wir mal. Oh no. Aber es tut noch. Es ist sehr alt. I'm sorry. Wir machen mal Beginner. So, jetzt muss ich hier erstmal, es wird jetzt dann witzig aus, wenn ich hier schielend vorne stehe. Okay, also momentan fällt so ein S-Steinchen runter. Oh Gott, ich habe den Fokus verloren. Es fällt so ein S-Steinchen runter. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber man sieht sie oben auch, glaube ich, oder? Es ist ein bisschen abgeschnitten.
Also ich rotiere das jetzt gerade einmal und jetzt lasse ich es ganz rechts fallen. Als nächstes kommt ein L-Stein, den rotiere ich jetzt auch einmal und setze ihn ganz links runter. Und jetzt haben wir den ganz langen, den können wir auch ganz rechts vielleicht reinmachen. Und noch ein langer. Boah, wenn ich einmal zwei lange Steine parallel habe, ist es ganz am Anfang. Ja, blöd. Okay. Also mein Vorschlag. Noch ein langer, was ist das denn? Das hatte ich auch lange nicht mehr. Okay, also mein Vorschlag ist, probiert das einfach mal selber aus. Blindri, wie komme ich denn in die Tabs bei dir? Dankeschön. Genau, dann machen wir vielleicht das andere auch noch mal kurz auf und gucken, ob es geht. Das heißt 3D Riddle und funktioniert nur zum Teil mit Autostereogramm. Das dauert nur einen Moment, bis das unten lädt. Ich weiß jetzt leider den Namen gerade nicht. Ah, hier, Andrew. Hab den Nachnamen jetzt nicht mehr gesehen. Andrew Geiger vermutlich. Der hat sich sehr viel Mühe gegeben und ziemlich abgefahrene Puzzle gebaut, die auch so funktionieren. Also man muss auch schielen in dem Fall. Und dann überlagern sich auch die Texte. Und man sieht hier auch, also wenn ihr nicht schielt, seht ihr jetzt praktisch hier unten mehrere Kreise. Das ist die Maus. Wenn man schielt, überlagert sich das zu einem Hauptpunkt. Hab ich jetzt richtig geklickt? Jetzt, okay. Und bei dem Spiel geht es immer darum, dass man diese Orbs hat, bei denen man anfängt oder aufhören muss und an Linien entlangfahren muss. Es ist praktisch so eine Art Labyrinthspiel. Und wenn man jetzt schielt, dann, das ist vielleicht einfacher für euch zu sehen, bin ich mir nicht sicher, dann entsteht praktisch momentan, als würde man auf so einen Linienkegel draufschauen. Und man muss praktisch diese Linien folgen und die gehen halt untereinander drüber, übereinander drüber. Und das sind alles Spiele, die sich halt eigentlich nur mit dieser Schielmechanik spielen lassen. Gut, und ich glaube, das letzte Thema, das wir mitgebracht haben, da geht es um interessante Musik. Wer von euch kennt 4 Minuten 33 Sekunden von John Cage? Genau, ein paar Hände gehen da hoch. Es hat die interessante Eigenschaft, dass es komplett aus Pausen besteht. Also da sitzen zwar Musiker auf der Bühne, irgendwie, ich glaube, die erste Aufführung war von einem Pianisten, aber der macht nichts. Für 4 Minuten 33 Sekunden. Und das Stück, sagt dann John Cage, besteht aus den Geräuschen, die das Publikum dabei hört, während eigentlich Stille ist. Also irgendwie so ein bisschen Füße rascheln oder vielleicht fährt draußen ein Auto vorbei oder sowas. Das ist dann so der Inhalt dieses Musikstücks. Das Original bestand aus 3 Teilen tatsächlich und der Pianist hat dann auch ordentlich nach jedem Teil immer die Klappe auf über der Klaviatur zugeklappt, um Platz zu machen. Jetzt ist der Teil zu Ende und dann wieder aufgeklappt und mit dem nächsten angefangen. Genau. Das ist so das, also John Cage sagt über sich selbst, das ist sein wichtigstes Werk. Hier ist noch ein anderes von ihm. Das wird aufgeführt in Halberstadt. Halberstadt liegt so zwischen Leipzig und Hannover. Da steht diese Kirche. Und in dieser Kirche ist eine ganz spezielle Orgel angebracht. Die Orgel wird betrieben von automatisierten Blasebälgen. Ja, das sind mehrere, damit da immer ein Luftzug reingeht. Und was diese Orgel aufführt, ist dieses Stück. Der Titel, also Organ, ne, Organ 2 irgendwie, es gab glaube ich eine erste Version, über die weiß ich allerdings nichts, ist die zweite Variante dieses Stücks. Und ASLSP steht für As Slow As Possible. Ja, dieses Stück ist ausgelegt, ich glaube, auf ungefähr 600 Jahre Aufführungszeit. Hier ist die Tabelle der ersten Sachen, die da passiert sind. Ne, die Aufführung begann im September 2001 mit einer Pause, die für 518 Tage ging. Und danach begannen dann Töne zu spielen. Ja, gerade sind wir ungefähr hier, 2013 war der letzte Wechsel und der nächste Wechsel ist 2020. Ja, also ihr seid am 5. September herzlich eingeladen, dorthin zu gehen. Da kann man dann diesem Tonwechsel beiwohnen. Gibt auch Aufzeichnungen davon teilweise, wenn euch das interessiert. Gibt es auf YouTube, könnt ihr euch anhören. Genau. Gerade sind wir so in einer der längsten Pausen aktuell leider. Das dauert noch ein bisschen, bis da was passiert. Damit in dieser Kirche auch normaler Gottesdienst stattfinden kann, ist diese Orgel übrigens normalerweise unter einer Glaskuppel, wo gar kein Ton rausdringt, aber es wird aufgeführt. Ja.
Hier ist noch ein anderes Musikstück von John Stump, was so ein bisschen Quatsch mit musikalischer Notation macht. Also ich lasse das einfach mal eine Weile da drauf, dann könnt ihr gucken, was da so für Anweisungen stehen. Keine Ahnung. Breathe Now finde ich ganz lustig zum Beispiel. Oder Insert Peanuts. Arranged by Accident offenbar. Light Explosives. Now and now. Das ist so die obere Hälfte des Notenblatts. Ich gehe nochmal runter. Play Ball. Oder Anti-Slipknot. At Sopranos. So, und ihr könnt auf den Folien später nochmal genau reingucken, wenn euch das interessiert. Irgendwie an einer Stelle gibt es Have a Nice Day. Das fand ich auch ganz nett irgendwie. Gut, und das Ende erinnert mich schon so ein bisschen an Black Midi. Das ist eine andere Stilrichtung, die auf so vielen Noten besteht, dass wenn man das so darstellt, es einfach komplett schwarz wird, die Seite. Also es sind so Musikstücke mit mehreren Millionen Noten pro Stück oder so. Gibt es auch Aufnahmen von auf YouTube, die sehr eindrucksvoll klingen und auch visualisiert werden, so mit auf einer Klaviatur, ne, wo dann die Noten drauf liegen, die zu dem Zeitpunkt gespielt werden. Das wird ganz, ganz bunt. Guckt euch das mal an. Und lustigerweise von diesem Stück hier, Fairies, Air and Death Waltz, gibt es tatsächlich eine Aufführung. Hat sich mal eine Gruppe zusammengetan und das eingeübt. Das kann ich auch gerade einfach mal anspielen. Die haben diese ganzen Anweisungen, die da stehen, ernst genommen und fordern dann, glaube ich, ihr Publikum auch richtig auf, mitzumachen. Die haben irgendwie allen so ein kleines Schälchen Erdnüsse auf den Tisch gestellt, irgendwie, die man dann inserten soll und so. Kann mal gucken, ob ich noch woanders hinspringen kann. Genau, Tune the Uke, das findet statt. Ist jetzt ohne Ton relativ witzlos, aber es wird sehr chaotisch. Irgendwann fahren Fahrräder auf die Bühne, weiß ich noch. Ich weiß gar nicht, an welcher Stelle das vorkommt, aber man braucht offenbar lustige Hüte. Ein Chor kommt später noch dazu. Remove Kettle. Das ist ein New Orleans Chor oder sowas, der dann später noch dazu kommt. Gut. Ja, damit ist unsere kleine Reise am Ende. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr uns begleitet habt auf einem Weg durch Computer, Kunst und Kuriositäten. Unsere Twitter-Handles findet ihr da unten. Ebenso die Folien auf mor.cc/operation-mindfuck nochmal zum Nachschauen und wo die Links natürlich auch alle angegeben sind. Und ja, wir wünschen euch noch viel Spaß auf dem Kongress. Genau, falls ihr mit uns noch über irgendeines dieser Themen reden wollt, wir sind bestimmt noch eine Weile hier. Ja.